herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Heute machen wir was ganz Besonderes. Wir machen uns selber Tattoos. Die Tattoo-Studios haben momentan nicht offen, deswegen können wir uns leider kein Stechen lassen. Was? Wir würden uns sowieso kein Stechen lassen. Ich bin auch mit dabei, hi. Max ist mit dabei, wir werden uns heute Tattoos selber machen. Und ich bin gespannt, ob das klappt. Ich habe schon einige Videos gesehen, wo es geklappt hat, aber wo es auch nicht geklappt hat. Deswegen bin ich gespannt, ob es bei uns klappt. Jetzt werden erstmal Motive ausgesucht. Wie funktioniert das eigentlich? Das zeige ich euch einfach gleich. Okay, bereit. Ich drücke jetzt erstmal die Motive auf. Ich habe, glaube ich, 5 Stück. 2 für dich, 3 für mich, glaube ich. Ach, hast du rausgesucht? Ja, ich habe. Ah, perfekt. Ich zeige euch die gleich, bis auf 2 Stück. Die 2 Stück werde ich als Überraschung am Ende für euch da lassen, damit ihr seht, was das für Motive sind. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal hoch. Ganz kurz vorweg. Wo möchtest du dich überhaupt tätowieren lassen? Also dich selber, meine ich. Was? Ausgewiesen. Ich möchte einmal diese Herzen auf seinen Nacken. Und dann habe ich hier noch so eine Rose und eine Schriftzug. Oh, warte mal, ich war gar nichts. Also eine Rose und ein Schriftzug. Hier steht Grateful. Und die anderen 2 Tattoos zeige ich euch noch nicht. Das zeige ich erst, weil wir sie auf uns drauf gemacht haben. Das ist so lustig. Ich will schon mal kurz spoilern. Sagen, was willst du sagen? Ich würde sagen, wir machen die jetzt einfach rauf, oder? Genau. Und ich wollte spoilern, dass ich das Herz hier hin. Und ich möchte Grateful hier so auf mein. Hier so auf meinen Arm und die Rose dann. Ich bin gespannt, ob das hält, ob das gut aussieht, ob das vielleicht direkt wieder abgeht. Ja, mal gucken, wie lange es dann drauf bleibt. Ich hoffe nicht so lange. Ich bin echt kein Tattoo-Fan. Schreibt mal rein, habt ihr Tattoos? Ah. Mal gucken, vielleicht bist du danach voll der Tattoo-Fan. Lässt sich so den ganzen Arm tätowieren. Übrigens, wo wir gerade beim Thema Tattoos sind, ich habe mein Bild gefotoshoppt, wie ich mit einigen Tattoos aussehen werde. Ich blende es jetzt einmal ein. Also ich finde es, glaube ich, ziemlich lustig. Ich sehe es jetzt gerade zwar nicht, aber bestimmt. Max' Reaktion war... Ja, er fand es lustig, aber ich sollte es anscheinend lieber nicht machen. Genau, sehe ich auch so. Aber wir sagen, let's go, wir machen uns jetzt Tattoos. Also wir brauchen jetzt unsere Tattoos, wir brauchen Schüssel mit Wasser gleich drin und Parfüm brauchen wir. Und jetzt werden wir die als erstes ausschneiden. Ich würde sagen, wir schneiden das einfach hier so ab. Und die anderen 2 eben auch. So, also meine Rose ist fertig. Wo mache ich die hin? Hier? Was? Muss auch ein bisschen ernst gemeint sein, oder? Ich weiß nicht, wie lange das hält. Ich muss nachher so rumlaufen. Das wäre ein bisschen traurig. Hä, das kannst du dir safe auf dem Oberarm machen, oder? So auf den Oberarm drauf. Ja, was anderes. Und hier ist Grateful. Achso. Ich hätte es vielleicht ein bisschen größer machen sollen, aber ich mache es einfach hier hin. Ja, safe. Und die Rose vielleicht einfach daneben. Oder an den Hals ran. An seinen Hals. Nee, so hier so. Okay. So? Also beides auf einen Arm. Oder ist von mir das andere, auf den anderen Arm? Auf den anderen, schon 2 Arme, ne? Okay. Stand jetzt kann ich mir noch gar nicht vorstellen, wie das nachher eigentlich werden wird. Also ich verstehe nicht, wie man mit Parfüm und Wasser ein Tattoo machen soll. So, als allererstes brauchen wir ein bisschen Wasser. Ein Schüssel für Max und ein Schüssel für mich, also für meine Tattoos. Jetzt sprühen wir die Vorderseite ein mit Parfüm. Nehmt am besten Parfüm, was ihr irgendwie nicht mehr wollt oder nicht mehr braucht, oder keine Ahnung, nicht mögt oder so. Das Parfüm habe ich leider nie benutzt. Ab ins Wasser. Mit dem Motiv und nach oben, ne? Das zweite, ja. Ich hoffe, das verklebt jetzt nicht oder so. Und hier das von Max. Und jetzt warten wir 2 Minuten lang. Und so lange mache ich auch nochmal unsere geheimen Tattoos ready. Das wird langsam blau, nicht mehr schwarz. Was haben wir gemacht? Irgendwas falsch bestimmt. Deins nicht, hä? Ich hoffe, das klappt gleich trotzdem. Es geht los. So, du wirst jetzt ein bisschen nach Mädchen. Achso, ja genau. Wir hatten übrigens... Hier machen wir das jetzt, ne? Und das sprühen wir jetzt nochmal mit Parfüm ein. So. Riecht das gut. Nehmen jetzt das Motiv raus. Mit dem Motiv nach unten, ne? Also mit auf die Haut. Komm mal näher ran. So. Jetzt randrücken. Und nochmal ein bisschen einsprühen. Ich bin gespannt. So, und jetzt müssen wir 1 Minute warten. Ich nies gleich. Nicht niesen. So lange können wir meine machen. Wie lange warten wir? 1 Minute. Ich fange mit dem Schriftzug an, deswegen sprühe ich jetzt hier meinen Arm ein. Hol es raus. Ich muss auch gleich niesen. Ich hab's jetzt in meinem Mund voll. Pack es rauf. So. Das hat mir der Spiegel verhört. Scheiße. Egal. Egal. Ich weiß, was das bedeutet. 1 Minute ist unglaublich. Nein, noch nicht. Mit dem Blumenkopf nach oben, okay? Also hier den Blumenkopf. Ja. Gott. Ich würde sagen, wir lassen das kurz einwirken. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Aber meinst du, es könnte jetzt theoretisch ab oder nicht? Weiß ich noch nicht. Ich auch nicht. Lieber ein bisschen länger. Ich habe das Gefühl, es wird irgendwie nichts. Ich weiß nicht warum. Max macht mal ein bisschen ab. Wow. Man sieht rein gar nichts. Nein. Das hat nicht geklappt. Ernsthaft? Das ist von ganz leichter Abdruck oder nicht?
Vielleicht ein ganz leicht. Mach es nochmal rauf sonst. Nochmal rauf? Ja. Irgendwie habe ich mir das cooler vorgestellt, aber irgendwie. Hä? Die Anleitung sah so gut aus. Ja, ne? Also okay, ich glaube, bei dir ist die Minute um, oder? Mach mal das hier ab. Vielleicht müssen wir einfach doll da raufdrücken oder so. Wow. Hey, irgendwas machen wir falsch. Man sieht gar nichts. Machen wir echt falsch, oder? Kann das sein? Ich drück das nochmal ein bisschen rauf. Das kann doch nicht sein. Ich wollte coole Tattoos haben. Ist so. Jetzt kann ich das aber gleich nochmal spiegelverkehrt aus. Wow. Aber guck mal, die ist grün geworden. Was? Chrissy, irgendwas machen wir echt gewaltig falsch. Wir versuchen es nochmal mit dem geheimen Dings. Mit dem geheimen Ding. Aber ich würde doll aufdrücken. Das kommt hier nämlich an den Oberarm. Aber jetzt drücken wir mal ein bisschen doller auf. Okay, das Motiv hatte ich eigentlich und wollte es auf dem Oberarm haben. Das klappt aber einfach nicht. Ich weiß nicht, was wir falsch machen. Wir haben 2 Minuten gewartet. Vielleicht, ich weiß nicht. Das waren mehr als 2 Minuten. Also ich meine, 2 Minuten das Ding in Wasser rein, mit Parfüm reingesprüht und so. Vielleicht falsches Parfüm, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch gerade mein geheimes Tattoo hier. Mal gucken, ob es klappt. Ganz kurz, was machen wir jetzt, wenn es nicht klappt? Ich weiß es nicht. Ich dachte, es klappt. Das sah so easy aus. Ja, und nu? Ich mal dir eins. So, ich habe jetzt 5 Minuten gewartet und man sieht einfach gar nichts. Ich hätte mir nämlich eigentlich, zeige ich mal das Motiv, das hätte ich mir machen lassen wollen. Und ja, Max und ich werden dann einen Partner looken mit SpongeBob und Patrick. Hat aber nicht geklappt. Max hat jetzt nochmal was in ganz schwarz ausgedruckt. Ich habe das Gefühl, guck mal, an der Kopie sieht man, dass es nicht so 100% schwarz ist. Vielleicht ist es einfach darin, dass einfach nicht genug Tinte drin ist oder so. Keine Ahnung. Das ist jetzt unsere letzte Hoffnung. Sonst ist das hier ein ganz großer Fail. Das ist ein schwarzer Punkt. So, das muss man jetzt ein Parfüm einsprühen, richtig? Yes. Okay. So, es liegt jetzt wieder in warmem Wasser, sehr warm. Alter, ich muss gleich niesen. Das ist genug Parfüm fürs nächste Jahr erstmal. Und unsere Arme sind jetzt voll mit Parfüm und ohne Tattoo. Ja, bei mir Frauenparfüm, ne? So, 2 Minuten sind um. Max besprüht seinen Arm wieder mit Parfüm. Und ich hole das hier schon mal jetzt raus. Wenn das jetzt klappt, hast du einen schwarzen Kreis auf deinem Arm. Okay. Und jetzt warten wir nochmal 5 Minuten. Hey Siri, stell einen Timer auf 5 Minuten. Okay, 5 Minuten sind um. Nein, nicht. Es klappt nicht, hä? Warum sah es bei den allen so einfach aus und bei uns klappt es einfach wieder nicht? Immer, wenn ich irgendwas nachmache, es klappt einfach nicht. Warum? Was machen wir falsch? Was machen wir jetzt? Gebt uns bitte Tipps und wenn ihr uns Tipps gebt, dann versuchen wir es auf jeden Fall nochmal. Es gab noch ein zweites Tutorial mit Babypuder, aber das haben wir nicht hier. Und was machen wir jetzt? Ich kann den Kreis auf den Arm malen, wenn du möchtest. Nee, schon, also... nee. So, ihr habt gesehen, wir haben es wirklich versucht und wir wollten es wirklich machen, weil ich fand die ersten zwei Motive auch total schön, aber es hat einfach leider nicht geklappt. Das ist einfach, glaube ich, mein größtes Fail-Video, was ich habe, oder? Und der noch größere Fail ist, dass jetzt alles hier nach Frauenparfüm riecht. Ja, jetzt riecht hier alles so stark nach Parfüm. Wir können gleich einmal richtig durchlüften. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne Tipps in die Kommentare oder auch andere Wege, uns selber Tattoos zu machen. Die werden wir dann vielleicht auch ausprobieren. Und macht es gerne mal nach. Und schreibt, wenn es klappt. Und dann schreibt uns, welches Parfüm ihr genau benutzt habt. Und welche Druckerpatrone. Aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hinterlasst ein Video gerne noch oben. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Kakao.